geplant. Ich gehe mal eben hin. Anfang Februar war es mal wieder soweit. Schüler des Humboldt-Gymnasiums präsentierten die Ergebnisse ihrer Projektwoche. Eine der Ideen bezog sich auf die künftige Nutzung des Raspe-Areals. Das machte uns neugierig. Wir besuchten die Schüler in ihrem Klassenraum und ließen uns erklären, was sie an diesem Projekt begeisterte. Die Projektleitung lag ganz in der Hand der Kinder. Für den Lehrer eine ganz besondere Situation. Es war ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen, weil einfach auch relativ schnell klar wurde, dass das ein Projekt ist, was von den Schülerinnen und Schülern selbst gemacht wurde und ich eigentlich nur der Pate war und gegebenenfalls auch mal anleiten konnte, mal unterstützen konnte. Aber ansonsten konnte ich mich da sehr zurückhalten und auch viel beobachten, was einfach sehr schön war, so einen ganz anderen Blick nochmal auf die Kinder zu bekommen. Die Einfälle konnten sich sehen lassen. Eine davon war die Idee, das Raspe-Areal in ein Freilichtmuseum zu verwandeln. Das Konzept und das Planungsmodell erläutern Henry und Finn. Also wir haben uns gedacht, man könnte aus diesem Gelände, das sollte eigentlich abgerissen werden, man könnte daraus auch ein Freilichtmuseum machen, denn dann kann man sich auch noch mal angucken, wie das früher alles so aussah da. Ja. Und halt, wir waren halt erst in der Überlegung, ob wir hier aus der großen Halle was machen sollen, wie man hier auf unserem Modell auch sieht. Und aber dann haben wir uns halt, wir beide noch ein anderer, haben wir die ganze Zeit gesagt, der eine wollte das machen, der andere wollte ein Kino, frag mich nicht was, ausmachen. Dann sind wir schlussendlich halt zu dem Entschluss gekommen, dass wir, wie man hier sieht, ein Freilichtmuseum rausmachen und man dann sozusagen mit einer Bimmelbahn hier auf diesen Schienen durch die Gebäude und an den Gebäuden vorbei rumfahren kann. Und hier, das könnte man dann vielleicht auch noch von innen besichtigen. Da gab es auch noch ein paar Bilder in dieser Halle. Ja. Spannend war die Zusammensetzung des Projektteams. Warum, erklärt Projektleiterin Anna, die älteste Schülerin im Team. Also wir hatten Altersgruppen von der 5. Klasse an bis eben zur 10. Klasse. Es hat erstaunlich gut funktioniert und es waren wirklich alle gut daran beteiligt. Also ich wollte den Kindern auch unbedingt ihre eigene Freiheit lassen und dass sie ihre eigenen Ideen mit einbringen konnten. Und deswegen war ich auch ganz froh, dass wir alle Altersgruppen mit eingeschlossen haben. Wie das Projekt schlussendlich abgelaufen ist, hat uns Mats erklärt. Also als erstes haben wir uns überlegt, was man in das neue, also in das alte Raspe-Gelände neu reinbauen könnte. Dann sollten wir uns eine Form überlegen, also ein Plakat machen, wie man das, was man da reinmacht und dann einen Schuhkarton dafür gestalten. Wir sollten halt Möbel gestalten und alles hier, wir sollten uns eine Perspektive ausdenken, also entweder eine Froschperspektive, also von gerade da drauf sehen oder von oben. Da gibt es auch ziemlich viele gute Beispiele. Die Woche war eigentlich sehr lustig. Wir haben das meiste haben wir halt an den Tischen gesessen und gebastelt. Das war halt auch ziemlich cool. Und wir waren halt im Raspe-Gelände und das fand ich auch ziemlich cool. Um dieses Projekt auf die Beine zu stellen, mussten zahlreiche Informationen gesammelt werden. Diesem hat sich Henry angenommen, der sich sehr für Geschichte interessiert. Ja, also ich mag schon Geschichte und das hat mich aber auch sehr interessiert, denn es gibt auch komische oder auch lustige Geschichten, wie hier zum Beispiel, dass die Toiletten in der gleichen Halle wie die Arbeiter lagen und dann konnte man sich sozusagen unterhalten, während man auf dem Klo saß. Und denn da waren halt Wände, die gar nicht schallgedämpft waren. Und das ist auch sehr lustig. Belohnt wurde das Engagement durch das rege Interesse der Besucher der Humboldt-Nacht.